Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Scentsy-Duftvorstellungsvideo in der Kategorie Corner Café. Ich beginne mit dem Duft Perfect Oatmeal. Die Duftbeschreibung, eine wunderbare Art in den Tag zu starten. Haferflocken mit braunem Zucker, abgerundet mit gerösteten Mandeln und saftigen, dunklen Johannisbeeren. Und er riecht tatsächlich nach Haferflocken, warmen, mit Milch übergossenen Haferflocken, leicht nussig und Zucker riecht man raus. Ich finde, es ist eine wunderbare Abwechslung zu den Kuchendüften. Einfach mal was anderes. Wer die Kuchendüfte mag und mal sich so ein bisschen Abwechslung wünscht, der sollte den mal probieren. Dann kommen wir zum nächsten. Rhubarb Berry Jam. Wunderbar dunkelrot. Eine Mischung aus süßen Beeren und erfrischendem Rhabarber wie hausgemachte Konfitüre. Und er riecht nach Rhabarber. Rhabarber und Beeren, aber er erinnert mich nicht an Konfitüre. Wobei doch, aber eher eine Rhabarber-Konfitüre. Ja, eigentlich heißt sie ja Rhabarberry Jam. Also der Rhabarber ist sehr, sehr im Vordergrund. Hat auch ein bisschen was von Kaugummi. Ja, Andrea, du glaube ich magst ja Rhabarberdüfte. Und der riecht wirklich sehr nach Rhabarber und ein bisschen nach Beeren. Vielleicht wäre der was für dich. Dann Cherry Vanilla. Das könnte auch was für dich sein, liebe Andrea. Eine bezaubernde Mischung aus kandierten Kirschen und gebrannten Mandeln, umhüllt von Eis aus weißer Schokolade. Hört sich ganz toll an. Und riecht nach diesen süßen Amarena-Kirschen. Er hat noch irgendwas, aber es ist keine, für mich zumindest keine Schokolade oder Mandel. Er riecht auf jeden Fall sehr lecker. Und für mich riecht er einfach nach diesen süßen Amarena-Kirschen mit noch irgendwas dabei, wo ich euch leider nicht sagen kann, was es ist. Dann Sticky. Wie komme ich denn darauf? Sticky Cinnamon Bun. Für die Zimtliebhaber. Zimt und Zuckerguss mit warmen, nussigen Nuancen. Für mich riecht er ein bisschen wie der Kaugummi, Big Red heißt er genau. Und wenn man an dem riecht, dann kommt einem diese Zimtnote entgegen. Genauso, er hat so ein bisschen was Holziges, was der direkten Zimtstange entspricht. Also nicht dem Zimtpulver, sondern der Zimtstange. Dann Baked Apple Pie. Zartsplittrige Blätterteigkruste, Äpfel und Gewürze kombiniert zu einem intensiven Duft. Und er riecht nach Blätterteig, nach Äpfeln, nach Zimt, einfach nach Apfelstrudel. Und die Zimtnote ist aber auch deutlich wahrnehmbar. Dann kommen wir zu Litchi Sorbet. Gekühlte Zitronenschale und roter Beerensaft, gemischt mit feiner, süßer, weißer Litchi.
Und der, man riecht die Zitrusschale und das Beerige. Und so ein bisschen was Süßes, Vanilliges. Könnte so ein bisschen, ja, limonadenmäßiges sein. Leider rieche ich keine Litchi. Ich hätte mir es gewünscht, dass er stärker nach Litchi riechen würde. Dann Perk Me Up. Den kennen ja wahrscheinlich ganz viele. Der wahrscheinlich beste Kaffeeduft, den Sie jemals genießen werden. Eine starke Mischung aus Kaffeebohnen aus Guatemala und einem Hauch Haselnuss. Und der riecht wirklich einfach nach frischem Kaffee. Ich finde, es ist ein Milchkaffee mit einem Schuss Milch und leichter Haselnussnote. Dann Flan. Leckere englische Creme, dunkles Karamell und Vanillesahne sorgen für den perfekten Nachtisch. Ich weiß nicht, wo es Flan gibt. Wahrscheinlich in England, sagt sie, englische Creme habe ich noch nie gegessen, gerochen, wie auch immer. Aber es hat, ja, was vanillig-karamelliges, aber für mich hat es auch ein bisschen was von Maggi. Oder irgendwas. Irgendwas Unangenehmes, leider. Flan. Noch zwei Düfte. Einmal Blueberry Cheesecake. Dicker, üppiger New York Käsekuchen mit einem leichten Biskuitkruste und einer leckeren Blaubeer. Und leckeren Blaubeeren, Mensch. Das Lesen kann ich auch nicht mehr. Und er riecht nach süßen, saftigen Blaubeeren. Erinnert mich an den Duft von Annies. Wie hieß der bloß? Ich meine nicht, dass es Blueberry Cheesecake war. Muffin. Auf jeden Fall gibt es von einem Annie's Duft, der riecht genauso. Entweder war es Blueberry Muffin, Blueberry Cheesecake, irgendwie sowas. Und für mich riecht er ja genauso, wie ich den Annie's Duft beschreibe. Süße Blaubeeren mit Grießbrei. Lecker, lecker, lecker. Jetzt habe ich richtig Lust, genau das zu essen. Dann Banana Berry, das ist der letzte. Und Banana Berry wird wie folgt beschrieben: Satte, süße Bananensahne kombiniert mit saftigen Erdbeeren. Und man riecht deutlich eine Bananensahnenote raus. Aber für mich riecht er nicht nach Erdbeeren, sondern nach Blaubeeren. So ist es einfach. So, das war die Duftbeschreibung zu den Corner Café Düften und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye!